Di sini bersama saya, Simora. Hari ini saya sekarang berada di sebuah gedung, gedung budaya atau kultur building atau kultur house, semacam tempat orang-orang berkumpul untuk kreativitas dan sebagainya. Kali ini saya ingin mendengar sebuah dongeng di gedung ini. Sebuah budaya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Eropa, yaitu mendengar dongeng atau membaca dongeng. Kita cek apa dongengnya. Ciao, mari bersama saya di sini. Kita simak dongengnya apa ya. Eines Nachmittags saß das kleine Mädchen in einer Blumenwiese und es träumte wieder einmal vor sich her. Und während es so da saß und an nichts dachte, hatte es plötzlich das Gefühl, es sehe eine Sternschnuppe am Himmel. Und das mitten am Tag. Das kleine Mädchen hat sich überlegt, Sternschnuppen sieht man doch eigentlich nur nachts. War das jetzt wirklich eine Sternschnuppe? Und während es noch so ein bisschen darüber nachgedacht hat, ob es das jetzt wirklich gesehen hat, kamen ihm die Worte in Sinn, die der Sternmaler ihm gesagt hat. Und das kleine Mädchen verstand plötzlich, was die Bedeutung der Aussage des Sternmalers. Also es verstand all die Sachen, die der Sternmaler ihm erzählt hatte, die es bisher nicht verstanden hatte. Und das geschah immer wieder. An irgendeinem Tag plötzlich, währenddem es irgendwas gemacht hatte, zu irgendeiner Uhrzeit, fiel ein weiterer Stern zu erzählen von ihren Sorgen. Und das kleine Mädchen tröstete die Freundinnen und hörte ihnen zu. Und so wurde das kleine Mädchen langsam auch zu einer kleinen Sternenmalerin. Kleine Sterne. Immer in der Nacht, wenn es ganz ruhig wurde, dann hörte das kleine Mädchen wieder die Musik von seinem Seelenvogel. Und es freute sich auf den nächsten Tag, auf all die Sachen, die das kleine Mädchen machen würde und all die vielen Sterne, die es am Himmel malen würde. Der Herzstimme und dem Bauchgefühl übersetzen. Oder so wie, oder die Intuition, die einem sagt, jetzt mach das, oder geh dorthin, oder lass, mach das nicht. Also es ist eigentlich so bildlich dargestellt, die Melodie des Vogels, aber es ist eigentlich so die innere Stimme, die so schwierig, aber es ging dann, das hat jeder geschafft. Fantasie. Hast du hier, ich kenne eine Fantasie. Aha. Nein, es kam mehr so aus dem Bauch. Eine Geschichte aus dem Bauch. Das war nicht. Ich habe mir nicht überlegt, ich will eine Geschichte schreiben, was ein Mädchen mit mir zu tun hat. Also auch andere Geschichten noch geschrieben? Und ich habe noch eine zweite Geschichte geschrieben. Das war, beide Geschichten sind im Sommer 2015 einfach so aus dem Bauch, ich sage immer, rausgepurzelt. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Rauspurzeln, Purzelbau. Die Geschichte war hier und wurde schon. Genau, die wurde einfach aus dem Haus. Genau. Und dann habe ich die zweite Geschichte und die wird jetzt von der gleichen Künstlerin gemalt. Und ich arbeite noch weiter am Text und die zweite Geschichte soll im Herbst von diesem Jahr rauskommen. Und das ist auch eine Geschichte von einem Mädchen oder ist es ganz.
ganz was anderes. Es ist was ganz anderes. Liegt das in der Schule, dieses Buch? Es hat manche Lehrer, die haben dieses Buch für die Schule gestellt. Ja, und arbeiten mit diesem Buch. Also kann man die Menurut saya, dongeng itu pada zaman dulu adalah sebagai alat informasi antar daerah atau alat informasi di kalangan masyarakat. Jadi, kepentingan dongeng itu sendiri sangat penting pada zaman dulu ya, karena belum ada TV, radio. Lalu dengan seiringnya waktu, mendongeng itu pada zaman sekarang itu seperti menjadi suatu budaya seni. Jadi bukan lagi sebagai alat penting yang digunakan penyampaian informasi, tapi zaman sekarang itu sebagai suatu seni mendongeng. Tapi mendongeng dengan gosip beda ya. Kalau gosip itu bisa jadi suatu dongeng. Sedangkan dongeng ya tetap dongeng. Seperti halnya dongeng Snow White atau Putri Salju. Atau dongeng tentang Cinderella. Dongeng cerita Cinderella sendiri pun yang saya tahu, yang saya dengar dari kawan-kawan. Kalau Cinderella itu ceritanya berasal dari Jerman. Itu sebenarnya menceritakan tentang kekelaman anak-anak pada zaman dulu yang digunakan atau anak-anak itu sebagai pekerja. Jadi biasanya anak-anak kecil yang badannya kurus, kecil, itu dijadikan pekerja untuk membersihkan cerobong atap rumah atau lorong-lorong kecil. Nah, itu suatu kekelaman pekerja anak-anak pada zaman dulu, tapi diceritakannya dengan suatu cerita yang ujung-ujungnya itu indah, seperti fairy tale, cerita hal-hal cerita yang begitu menakjubkan. Jadi penterjemahan dari si pendongeng dan si pendengar pun bisa berbeda. Jika si pendongeng itu dapat menyampaikannya dengan baik, dengan gembira, atau bisa dengan mimik muka yang sedih. Bisa jadi si pendengar dongeng itu, interpreternya, menerjemahkannya pun bisa berbeda. Jadi tergantung dari si pendongeng ya, apakah dia bisa mendongeng dengan baik, apakah dia mendongengnya kurang baik. Semua bisa terjadi. Sedangkan di Indonesia sendiri banyak sekali pendongeng-pendongeng zaman dulu yang sangat terkenal ya. Kita cek apa menurut kawan-kawan kita yang di sini itu menurut mereka apakah arti dari dongeng yang tadi barusan didengar. Aber ich fand sehr poetisch, sehr, sehr schön, weil es spricht von Hoffnung und von einem kleinen Mädchen, was die manchmal nicht so gut geht, aber am Ende die Geschichte, es wird sie glücklich und zufrieden und es ist nicht mehr so traurig. Und sie selber kann sehr schöne Sterne malen. Und ja, es ist eine tolle, schöne Geschichte. Die Geschichte war sehr interessant. Es war eine Geschichte von einem traurigen Mädchen, das dann mit Hilfe von jemandem, der ihr zugehört hat, dann selber aus der Traurigkeit wieder glücklich wurde und dann selber zum Sternenmaler wurde, indem sie angefangen hat, anderen Menschen auch zuzuhören und sie dadurch glücklich zu machen. Also ich finde, das Buch hat eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Ich finde auch das Bild von einem Sternenmaler mit den Sternen ist sehr schön. Allerdings merke ich, dass wenn ich selbst traurig bin, dass ich es am schönsten finde, mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu sprechen, um mich zu unterhalten und zu sagen, wie es mir geht und dann Rückmeldungen von ihnen zu kriegen und verschiedene Ideen, wie ich mich, was ich machen kann, damit es mir besser geht und einfach schon nur verschiedene Leute treffen und den Kontakt genießen und dann geht es mir eigentlich schon schnell wieder besser. Und dann finde ich es ein bisschen schade, dass der Sternenmaler nur eine Person ist. Ich denke, für mich ist das Bild mehr ein Sterne sammeln durch andere Leute. Die Gebäude sind alles grau und ja, das ist schade. Ja, Vision ist so traurig. Mbak melihat dongeng. Setelah tadi mendengar dongeng, saya berasumsi tentang ceritanya mengenai seorang anak perempuan yang menggambar sebuah bintang. Dan bintang itu adalah sebuah kehidupannya dia. Dia adalah seorang anak kecil yang ceria, lalu tiba-tiba menjadi sedih. Dan dia mencari solusi tentang kehidupannya. Nah itu ya menurut saya. Saya tadi bertanya kepada kawan-kawan di sana, apa arti dari atau arti dari cerita tersebut. Tapi cukup menarik ya, karena di sini orang-orang masih mendengar atau membaca dongeng kepada yang lainnya, satu dengan lainnya. Lalu bagaimana dengan budaya membaca dongeng dan mendengar dongeng di Indonesia? Itu satu pertanyaan yang kritis dari saya. Dulu saya sering membaca dongeng untuk adik-adik saya atau menyanyikan lagu-lagu daerah ke adik-adik saya ketika mereka masih kecil, dan sebelum tidur saya membacakan dongeng untuk mereka. Sekarang ini sudah jarang, yang saya tahu sudah jarang, orang-orang tua atau di Jakarta ya, atau di daerah-daerah saya kurang mendengar, tapi yang saya dengar kurangnya budaya membaca dongeng dan mendengar dongeng. Bagaimana dengan budaya ini di Indonesia? Ciao, sampai jumpa lagi.